Auf unserer Panamericana-Reise erleben wir in Costa Rica weitere Tage voll schöner, aber auch respekteinflößender Begegnungen. Ja, darunter müsste ich jetzt nicht unbedingt gehen. Das Land fasziniert uns immer wieder und es zeigt sich, dass selbst das teure Costa Rica auch für Reisende mit kleinem Budget viel zu bieten hat. Es geht auch wirklich mit einem kleineren Budget. Wir haben ja so viel gesehen und das ohne eine einzige Tour zu buchen. Zu einem neuen Video und schön, euch dabei zu haben. Wir haben uns seit dem letzten Mal ein Stück weiter bewegt und zwar an die Küste von Costa Rica. Und ihr seht schon, hier ist das Meer, der Sandstrand, ganz viele Palmen. Ich glaube, hier sind wir jetzt an dem Ort, der so ein bisschen mehr dem Bild von Costa Rica entspricht, das man so hat. So wirklich so ein paradiesisches Bild. Und konkret hier sind wir in der Nähe des Nationalparks Manuel Antonio. Den würden wir uns gerne heute ansehen. Allerdings scheint das ein bisschen kompliziert zu werden. Aber ja, jetzt gibt es erstmal einen Morgenkaffee. Roberto macht den schon und ich glaube, er sollte auch schon gleich hier sein. Buenos dias. Buenos dias. Bringst du uns einen Kaffee mit? Hier an diesem Platz haben wir heute Nacht übernachtet. Wir stehen direkt hinter einem Restaurant. Die Nacht war ruhig und ich glaube, so günstig wie hier haben wir noch nirgends in Costa Rica übernachtet. Wir haben umgerechnet etwa 5 Euro bezahlt, was gar nichts ist. Denn normalerweise bezahlt man locker 20, 30 Euro pro Nacht. Von dem her hat es gepasst, es war ruhig und ich mache mich jetzt auf den Weg Richtung Nationalpark. Denn, ja, wie man vielleicht weiß, die Nationalparke, also die Eintritte kann man nur online buchen hier in Costa Rica. Haben wir versucht zu machen, aber die waren alle ausgebucht, also beziehungsweise sind bis, glaube ich, in einer Woche schon ausgebucht. Und ja, deshalb konnten wir nichts buchen, aber wir haben gehört, dass man vor Ort eventuell noch mit den Guides was absprechen kann, vielleicht von denen was abkaufen kann. Und da will ich jetzt mal hingehen und schauen, ob ich da was finde, denn ja, dieser Nationalpark gehört zu einem der schönsten Nationalparks, die es hier in Costa Rica gibt. Also wollen wir uns das nicht entgehen lassen. Okay. Tschüss. Viel Erfolg. Oh, mein Rucksack. Oh. Bis dann. Bis gleich. Immer wenn wir wohin gehen, dann wollen wir den Van sauber hinterlassen. Macht drum klar Schiff, während Roberto hoffentlich erfolgreich unsere Tickets organisiert. Wir haben ja so viele Tiere schon gesehen. Eine Affenart fehlte noch, aber die haben wir sogar gestern bei der Anfahrt hierher gesehen. Wir haben die Totenkopfäffchen gesehen. Einfach so sind die über so eine Stromleitung erst gehopst und dann waren die da in den Palmen drin und auch mit kleinen Babys. Und ah, die waren so süß, sind da wirklich so rumgesprungen und haben auch irgend so eine Frucht gegessen. Und die sind ja ganz klein, also die werden bis zu 1,1 Kilo schwer, eher rötlich und die Gesichter einfach, ja, also ich fand es einfach großartig und damit haben wir ja eigentlich schon fast alles abgehakt hier in Costa Rica. Also abhaken ist so ein blödes Wort, aber ja, eigentlich müssen wir die Nationalparks nicht mehr besuchen, weil da sehen wir dieselben Tiere, die wir ja sonst auch schon gesehen haben. Und trotzdem ist es wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders. Also ich würde mich schon freuen, wenn das jetzt klappt mit dem Manuel Antonio. Ja, müssen halt gucken. Ich hoffe, Roberto kommt gleich mit 2 Tickets zurück.
Hola! Hola! Puh, warm ist es. Ich bin komplett durchgeschwitzt. Ja, okay, und Tickets? Tickets! Keine. Oh. Hä? Nee. Wirklich nicht? Nee, keine Tickets. Okay. Ja, also dafür kaufen sie keine Tickets, also man muss die online bestellen. Ich habe da ein paar Tourguides gesehen und ich habe dann die gefragt, ob man ja, bei denen Tickets kaufen kann. Die wollten natürlich nur die Tour verkaufen und die Tour kostet $70 pro Person. Oh. Ja. Oh, das ist aber viel. Das ist viel. 140 Euro für uns. Ja. Und wir würden, also wenn man normalen Preis bezahlt, dann bezahlt man 36 zusammen, also $18 pro Person. Ja, ich habe dann versucht noch mit jemandem zu sprechen und ihm gesagt, ja, wir würden eigentlich nur die Tickets wollen, wir gehen da für uns alleine durch den Park, wir brauchen keinen Guide und nichts. Und der meinte dann, ja, okay, er kann uns Tickets verkaufen. Und ich war schon so, okay, gut, wenn wir 30, $40 pro Ticket bezahlen, also $30 hätte ich jetzt noch bezahlt. Ja. Da meinte er so, ja, für 60 pro Person. Oh. So, ob jetzt 70 oder 60, macht ja wirklich keinen Sinn. Ja, vor allem dann ohne Tour. Also, ja. Okay. Ja, von dem her. Ja, aber. Dann. Ja. Ist halt so, wie es ist. Also, okay. Ich würde sagen, wir packen hier zusammen und gehen, weil es ist ja für eine Woche ausgebucht. Ja, und sonst ist hier nicht viel. Und sonst ist hier nicht viel. Also. Ja. Okay. Schade. Ja, gut, okay. Wir haben ja schon so viele Tiere gesehen. Ja. Also, ich mache mir jetzt da nicht wirklich den Kopf. Okay, na gut. Gleich geht's mit dem Video weiter, aber vorher möchten wir uns noch bei unserem heutigen Sponsor CyberGhost bedanken. Wir nutzen den VPN von CyberGhost bereits seit über einem Jahr, denn für uns ist es ein Muss, sobald wir online gehen. Vor allem, da wir uns ja regelmäßig in öffentliche WLAN-Netze wie auf Campingplätzen, Cafés oder auch auf Flughäfen einloggen. Zum einen nutzen wir den VPN aus Sicherheitsgründen, denn damit werden all unsere Daten durch den verschlüsselten VPN-Tunnel geleitet. Das hat zur Folge, dass unsere IP-Adresse verborgen bleibt, wir also online anonym sind und niemand auf unsere Aktivitäten oder Daten zugreifen kann, nicht mal CyberGhost selbst. Und so haben wir auch keinerlei Bedenken, wenn wir zum Beispiel in einem WLAN-Netz unsere Finanzangelegenheiten erledigen, denn wir fühlen uns jederzeit sicher. Aber davon abgesehen hat CyberGhost VPN einen weiteren großen Vorteil. Mit über 11.000 Servern in 100 Ländern können wir Geoblocking umgehen und so zum Beispiel Buchungen günstiger abschließen oder auch auf lokal gesperrte Websites zugreifen. Und das heißt, wir können auch Filme und Serien von über 35 Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus schauen, egal wo wir uns in dem Moment auch physisch befinden. Das Ganze funktioniert natürlich auf allen gängigen Plattformen. Das deutsche Support-Team ist 24/7 erreichbar und ein Account reicht für bis zu 7 Geräte. Und das können auch die von Freunden oder Familie sein. Und das alles erhält ihr sozusagen zum Preis eines Kaffees pro Monat. Also testet es am besten gleich selbst aus. Über den Link unten in der Videobeschreibung bekommt ihr 83% Rabatt auf das Abo und bezahlt gerade mal 2,03 Euro im Monat. Somit nutzt ihr den VPN-Dienst quasi 4 Monate gratis. Und mit der 45-Tage Geld-Zurück-Garantie geht ihr auch kein Risiko ein. Wir fahren jetzt etwa 1,5 Stunden sind es, glaube ich. Ja. Die Küste entlang zum nächsten Spot. Aber auch schon die letzten Tage, als wir an die Küste rangefahren sind, haben wir mal einen Zwischenstopp gemacht und ja, der hat es auch ganz schön in sich. Ja, für mich ein einmaliges Erlebnis, würde ich sagen. Sowas hatte ich noch nie gesehen, also ja. Die hier so zu sehen, das ist ja der Wahnsinn. Und so viele auch. Ja, also ich habe Bilder gesehen, da waren es noch viel mehr, aber auch so. Ich meine, die sind hier schon wild. Das ist ja kein Naturpark, das ist gar nichts, das ist einfach nur die Autobahn eigentlich. Also ich frage mich ja schon, wieso dem der Mund so offen steht. Der ist ja gefühlt wirklich seit, was, einer Viertelstunde so hängen geblieben.
Vielleicht fliegt ihm eine Fliege rein und dann macht er zu wie, so eine fleischfressende Pflanze oder so. Oder er macht dasselbe wie die vielen Touristen hier, denn uns steht ja auch der Mund offen, weil wir die Krokodile hier so sehen. Es sind richtig viele Leute hier. Es scheint wirklich ein Hotspot zu sein in Costa Rica. Ich habe das allererste Mal in meinem Leben Krokodile gesehen. Die sehen schon ziemlich furchteinflößend aus. Also ja, darunter müsste ich jetzt nicht unbedingt gehen, aber... Gehen wir hier baden? Nee, auf jeden Fall nicht. Ja, es ist schon interessant, die so zu sehen. Und auch wie groß die sind. Also die sind riesig. Aber ziemlich faul. Und hier sind wir angekommen. Das wird unser Schlafplatz für heute Nacht sein. Und waren die Alligatoren nicht richtig cool? Die waren doch mega. Und natürlich sind wir am neuen Platz wieder von Tieren begleitet. Das ist unglaublich. Die Bäume sind voller Affen. Ja. Ich glaube, das hier sind wieder Klammeraffen, die haben wir länger jetzt nicht gesehen. Wobei, es hört sich auch nach diesen Brüllaffen an. So, was meinst du? Ja, wir schauen mal, was wir hier machen können und sehen wir weiter. Gut. Wir wollen an den Strand, aber es ist nicht irgendein Strand. Er hat eine ganz besondere Form und wird auch von bestimmten Tieren oft besucht. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal los und sehen uns das an. It's hard to be. Also ich komme wirklich nicht klar hier mit Costa Rica. Das, also abgesehen von diesem wunderschönen Strand, den wir praktisch für uns alleine haben. Also wie schön ist dieses Land? Also das erste Mal für uns, dass wir uns hier in Costa Rica aufhalten. Und ich kann jetzt richtig gut verstehen, wieso Leute hier immer und immer wieder kommen. Und wenn man deren Geschichten hört, weiß man genau, was sie meinen. Also der Vibe hier. Und die Natur, das, also sowas haben wir noch nie gesehen. Also ich bin wirklich sprachlos. Man sieht das hier in Costa Rica recht häufig, dass es neben dem Strand auch noch so einen Waldweg gibt. Oh, das ist so viel angenehmer und man holt sich auch nicht so einen Sonnenbrand. Ich glaube, da draußen knallt die Sonne so richtig. Ja, wir nutzen den Weg natürlich auch gleich. Keine Ahnung, wo gehen wir eigentlich hin? Da. Okay, einfach mal in die Richtung. Ja, und wenn ihr euch wundert, wieso wir immer so voll bepackt losstarten, also wir haben, gerade hier in Costa Rica haben wir beschlossen, dass wir nicht mehr ohne unsere Objektive rausgehen, weil jedes Mal, wenn wir raus sind, da haben wir wieder andere Tiere gesehen und wir wollen das einfach auch einfangen können. Also ich schaue mir immer wieder Bilder an, die wir geschossen haben von den Tieren und kann unser Glück nicht fassen, dass wir denen so nah sind und dass ich halt auch... Also ganz ehrlich, das war ein ganz schönes Investment und dass sich das so lohnt, dass wir das dann so einfangen können. Und wir hoffen natürlich, dass euch die Bilder auch so gut gefallen von den Tieren. Das also uns gefallen sie auf jeden Fall. Ja, uns gefallen sie. Aber wir erleben es halt ja auch. Ja. Wir haben ja auch diese emotionale Verbindung damit. Aber ich hoffe sehr, dass die Bilder auch sonst schön rüberkommen. Werden sie sicher. Hoffentlich. Schreibt es unten in die Kommentare. Schreibt es unten rein, wenn euch die Tiere gefallen und die Aufnahmen davon. Vielleicht mit ein paar Emojis oder so. Man sieht hier in Zentralamerika immer wieder riesige Termitennester, wie zum Beispiel hier oben. Kann man sehen? Ja, wie groß die Dinger sind. Und da drin leben wahrscheinlich Tausende, wenn nicht Millionen von Termiten. Und ja, wir haben unser Termitenproblem leider immer noch nicht in den Griff bekommen. Es ist auf jeden Fall besser geworden, aber wir befürchten, dass
dass die halt hinter die Wandverkleidung gegangen sind. Und da sehen wir sie halt auch nicht. Denn immer wieder schwirren irgendwelche rund im Van herum, aber ja, wir wissen nicht genau, wo sie sind. Und in der Woche findet die Verschiffung statt und bis dann müssen wir halt das Problem einfach irgendwie in den Griff bekommen haben. Etwa eine halbe Stunde sind wir jetzt gelaufen durch den Wald am Strand und der Weg ist ja so schön, sogar der Waldweg ist nah genug am Strand, dass da trotzdem noch ein Lüftchen weht, das ist so angenehm. Aber vor allem sind wir jetzt näher an dem Grund, weshalb wir hier sind, was diesen Ort so besonders macht. Denn zu Ebbeck gibt es hier vorne eine Landzunge, die eben aus dem Wasser tritt und eine Verbindung zu bestimmten Felsen formt und zusammen sieht das aus wie eine Schwanzflosse eines Wals. Das Ironische ist, tatsächlich ist hier auch ein Ort, an den die Buckelwale kommen. Ich glaube zwischen Juli und Oktober? Juli und Oktober war das. Ich glaube, ja. Ja, und da kommen die Mütter hierher und gebären ihre Kälber. Ein Ort, der aussieht wie eine Walschwanzflosse und da kommen die Wale hin. Also das ist, ja, natürlich kann man die dann zu der Zeit auch hier sehr gut beobachten, auch mit den Babys, wenn die dann geboren sind. Und ja, von hier aus sieht man es leider nicht so, das muss man schon von ein bisschen höher sehen. Ja, man erahnt so ein bisschen am Horizont, da ist was. Aber auch so, ich meine, der Ort ist einfach so wunderschön. Pura vida. Oh ja. So soll doch ein Tag in Costa Rica starten. Ja. Wir waren lange nicht mehr so im Wasser. Ja, El Salvador zuletzt. Ja, aber wir hatten nicht so viel Spaß wie hier. Also genau. Hier hat es richtig Spaß gemacht. Ah, das war richtig cool. Es hat gut getan. Ja. Jetzt müssen wir uns noch kurz mit Süßwasser abduschen. Ja. Da gibt es Frühstück, Kaffee und... Dann geht es heute auch schon wieder weiter. Die Zeit rennt. Und wir hatten noch ein Erfolgserlebnis, das ist fast noch besser. Nämlich, weil als Roberto die Finnen angeschraubt hat, da sind richtig viele Termiten aus den Surfboards rausgekommen. Es war fast unheimlich, aber wir hoffen jetzt, dass da vielleicht ein Nest war von denen. Ja, es könnte gut möglich sein, weil die sind ja immer da durch das Fenster reingekommen. Ja. Und es wird Sinn machen. Und es waren so viele, das haben wir lange nicht mehr gesehen. Ja, und die haben wir jetzt mitgenommen zum Baden. Eine der letzten Sachen, immer bevor wir losfahren, ist Müll wegbringen. Der Ara da im Baum gibt mir recht. Das Gute ist, hier in Costa Rica gibt es richtig viele Mülleimer, also ist hier die Müllentsorgung definitiv nicht so ein Problem. So an den Stränden ist es oft einfach eine große Tonne, aber wenigstens landet da auch der Müll. Und in größeren Städten oder auch auf den Campingplätzen hatten wir sogar auch getrennten Müll. Also ja, richtig cool hier in Costa Rica. Findet man wieder ein bisschen mehr Recycling-Tonnen, finde ich gut. Ich würde aber sagen, ich glaube Roberto ist auch schon soweit, wir fahren mal los.
das Vorankommen in Costa Rica ist richtig angenehm. Die Straßen sind in sehr gutem Zustand und sogar die Fahrer sind relativ korrekt. In den Dörfern gibt es ab und zu mal einen Tope, aber ja, also da fährt man ja sowieso langsamer. Hier am Land gibt es aber richtig viele Plantagen. Wir hatten eigentlich Ananas vor allem erwartet, aber das haben wir ein bisschen im Inland gesehen. Und hier an der Küste sehen wir vor allem Ölpalmplantagen. Also da sind wirklich eine Palme neben der anderen, über Kilometer hinweg teilweise. Es sind unglaublich viele Palmen. Ich dachte eigentlich, das würde wahrscheinlich irgendwo anders vor allem stattfinden. Also die Produktion von Palmöl, das Ziel ist ja da möglichst günstig zu sein. Hätte nicht erwartet, dass das in Costa Rica so viel gemacht wird. Aber anscheinend sind hier die Bedingungen gut. Und ja, entsprechend viele Palmen sieht man dann hier auch. Wir sind angekommen. Das ist unser Stellplatz. Das ist doch ein Traum. Hier direkt am Meer. Wir werden so gut schlafen. Ja, und hier sind wir auf der Ossa-Halbinsel, die vor allem für den Corcovado-Nationalpark bekannt ist. Costa Rica hat ja ungefähr eine Fläche der Schweiz, hat aber über 200 oder fast 200 Naturschutzgebiete und über 30 Nationalparks. Also das ist einfach riesig. Ja. Also die Anzahl an Nationalparken und an... Ja, also Naturschutzgebieten. Hatte ich was? Nee, das war ein Blatt. Ja, hier gibt es so viele Tiere, da kann auch immer was an einem rumkrabbeln. Aber eine Sache wollte ich ja noch sagen. Also, wir haben ja gesagt, wir haben alle Tiere hier in Costa Rica gesehen. Es ist uns klar, dass wir nicht alle gesehen haben. Da gibt es ja noch so viel mehr zu sehen. Aber trotzdem, die Vielzahl an Tieren, die wir gesehen haben, ist unglaublich. Das ist, oder? Ja, ist so faszinierend in so kurzer Zeit. Ja. Ja. So cool, so viele Aras auf einmal zu sehen. Wir hatten ja bis jetzt noch nicht so viele gesehen, aber jetzt die so zu sehen, unglaublich. Aber die Moskitos haben uns leider ziemlich gefressen. Man sieht's hier. Ich bin schon wieder beim Piepsen dran. Oh, sie sind über. Ich habe mindestens 10 Mückenstiche. Aua. Für mich ist es immer noch seltsam, hier so dieses Laub am Boden zu sehen. Aber ja, klar, es ist ja auch Hochsommer vorbei hier. Entsprechend kommt sowas wie ein Herbst. Und ich ziehe auch eine kleine Parallele zu unserer Reise. Denn irgendwie gefühlt für mich befindet sich unsere Reise auch ein bisschen im Herbst. Mit der Verschiffung scheint irgendwie ein Abschnitt zu Ende zu gehen, sich ein Kapitel zu schließen. Klar, wenn ein Kapitel zugeht, geht auch ein anderes wieder auf. Und es ist ja nur eine Verschiffung auf einen anderen Kontinent. Es ist ja nicht so, als würden wir die Reise beenden, sondern sie geht weiter. Aber trotzdem schaue ich auf die letzten 2 Jahre so ein bisschen wehmütig zurück. Denn es waren 2 richtig intensive und sehr schöne Jahre. Auch wenn ja gegen Ende sich so das ein bisschen ein Gefühl von Reisemüdigkeit eingeschlichen hat. Man merkt halt, dass nach 2 Jahren ist es dann schon etwas anstrengend. Aber ja, auf der anderen Seite waren es 2 Wahnsinnsjahre. Und ich freue mich wirklich auf das, was noch kommt. Wir müssen uns aber als erstes auch noch auf die Verschiffung vorbereiten. Das werden wir jetzt im Van machen. Auch den Übergang für Panama werden wir vorbereiten. Der soll in den nächsten Tagen auch noch anstehen. Und es wird ganz schön windig langsam. Die Wolken werden immer dunkler. Es kann sein, dass heute auch noch ein Regenschauer kommt. Soll ja bald Regenzeit sein hier. Also ja, macht es glaube ich Sinn, dass ich mich langsam nach drinnen verkrieche. Wenigstens kommen so die Temperaturen auch ein bisschen runter. Das ist ja was Angenehmes.
Buenos dias! Pura vida! Was ist das für ein wunderschöner Platz! Ich komme immer noch nicht drauf klar. Und wie wir gestern beschlossen haben, ist es unser Abschluss für Costa Rica. Ja, auch wenn der Platz so schön ist und zusätzlich noch gratis ist, geht es für uns weiter. Ja, wir müssen Strecke machen, wir müssen die nächsten Tage in Panama City sein. Aber allgemein, Costa Rica hat uns so gut gefallen. Ja. Wir hatten ja Angst vor den Preisen, also dass es wahnsinnig teuer wird, aber wir haben gesehen, es geht auch wirklich mit einem kleineren Budget. Wir haben ja so viel gesehen und das ohne eine einzige Tour zu buchen und sogar in den Nationalpark sind wir ja nicht reingekommen, den Manuel Antonio. Und trotzdem haben wir so viel gesehen, dafür, dass Costa Rica gar nicht eingeplant war. Finde ich, war das richtig toll. Aber ja, eben, es geht nach Panama. Wir haben ganz schön viel Strecke, wir wollen heute auf jeden Fall noch über die Grenze kommen. Also machen wir uns langsam fertig. Also heute ist die Luftfeuchtigkeit wieder besonders hoch. Ja, wahrscheinlich wegen dem Regen gestern. Ah ja, das kann sein, ja. Ja, auf jeden Fall wollen wir uns unbedingt auch noch bei CyberGhost, dem Sponsor unseres heutigen Videos, bedanken. Über den Link in der Videobeschreibung kommt ihr mit CyberGhost VPN zu sicherem Surfen und ihr könnt auch auf Geoblocking-Inhalte zugreifen und das für gerade mal 2,03 € im Monat und mit Geld-Zurück-Garantie. Wir machen jetzt eben den Van fertig, fahren los und hoffen, dass ihr in der nächsten Episode, im nächsten Video wieder dabei seid und unsere Reise weiter begleitet. Wenn dem so ist, abonniert doch am besten unseren Kanal und wir freuen uns natürlich immer über einen Kommentar, wahlweise mit einem Emoji oder auch einfach ein Like, das hilft uns auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Hasta luego! Pura vida!